Was ist das? Grünes Gel. Wunderbar. Ein paar Flaschen. Sehr gut. Wo ist denn der? Da draußen, okay. Hallo? Oh, guck mal da. Jawohl, lohnt sich ja doch. Hat sich ja doch gelohnt, hier mal reinzukommen. Was ist hier drin? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir müssen uns halt aufrüsten, Leute. Okay, läuft da irgendwie noch einer rum? Man hört jetzt erstmal nichts. Okay, scheint keiner hier zu sein. Und da hinten liegt er. Ich brauche Schießpulver, Leute. Liegt ja mega an der Kante hier. Wie viel hast du denn dabei? Ein bisschen, komm. 1500? Gut. Ist okay. Und jetzt gehen wir noch zu Jukes Diner. Und laufen dann noch durch die Züge. Heißt, theoretisch könnte man das Ganze offscreen machen. Also, dass ich das kurz alleine mache, schnell durchrenne und euch das nicht in der Aufnahme zeige. Aber ich bin da zu faul dafür. Und mache das lieber hier. Hallo, Sebastian, was machst du? Nimm es doch. So. Wunderbar. Vielleicht wollt ihr ja sehen, wo das ganze Zeug liegt, weil wir finden ja schon ein paar versteckte Sachen. Wie den Doomguy. Wie die Statue. Die Blätter da. Lalala. Sehr gut. Da kann ich nicht weiter. Ich könnte theoretisch auch wieder zurückgehen zu dem... Genau gesehen. Und was war da? Ich war schon lange nicht mehr in dem Wohnort. Ah, war eine Leiche, okay. Ah, ist voll. Sade. So. Ah, hier ist ja auch der Flammenwerfer-Typ durchgelaufen. Stimmt, stimmt, als wir vorhin hier waren. Vor ein paar Folgen. Ist er einfach hier reingekommen? Guck mal da. Ein bisschen Gel. Aha! Nein, ich komme nicht dran, oder? Da muss ich halt mal einen Schuss verschwenden. Dann muss ich den Schuss verschwenden. Gut, aber... kriegen wir ja wieder. Verdammt, da ist auch nichts mehr da. Nur noch das hier. Auf in den Zug. Hoppa. Arschkrabbler ist auch keiner zu hören oder zu sehen. Was ist das? Glänzt irgendwie was? Sehr gut. Gut. Gut, 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 gut. Hi. Oh, shit. Oh, Munition. Das in der Luft fliegt. Sehr geil. Gehen wir da rein.
Ist auch keiner zu sehen. Guck mal da. Hey, was macht der da? Also, er kommt auf einmal so angerannt. Geil! Tasche für Schrotmunition. Sehr cool. Nur noch eine. Na, alles klar, alles klar, alles klar. Pistolenmunition. Wunderbar. Auch noch was. Ist voll. Oh oh. Komm, verlier jetzt deine Flammen. Und da bist du dran. Sehr gut. Aber der Turm. Boah. Ziemlich eindrucksvoll. Gut, jetzt haben wir den Zug. Ah, la 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 la. Da ist noch ein Pflänzchen. Hopp. Und da hinten auch. Da ist noch ein Fetti, der ganz hinten. Habt ihr es gesehen? So, okay, okay, okay. Wohin könnten wir denn noch? Sind wir hier? Da kommen wir nicht rein. Ja, gut. Oh, da oben ist so ein rennbarer Typ. Ja gut, wir haben es bald. Wir haben es bald, wir haben gleich die meisten Sachen eingesammelt, würde ich sagen. Da sind noch Kisten. Wunderbar. So. Was? Nichts drin. Das ist ja schwach. Haben wir hier was? Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Schön. Oh, Mann. Auge juckt. Okay, weiter. Und den nächsten Bus. Da hinten liegt auch noch was. Waffenteile. Sehr gut. Ist doch gar nicht. Jetzt Zeug. Ah, Benzin. Sehr gut. Ich will mal kurz den Automaten mal anschlagen, ob er mir was gibt. Komm schon. Na komm. Schade. Okay. Ich weiß, ich habe das schon gemacht, aber ich dachte, er hat sich vielleicht resettet. Na gut. Dann eben nicht. Da ist noch ein Pflänzchen. Da ist noch ein Fläschchen, das kann ich nicht mitnehmen. So Leute, wie machen wir das? Gehen wir zu dem Kerl da oben. Ah, hier sind noch Kisten. Gehen wir dann zu dem Kerl da hoch und ärgern den? Ich meine, zur Not rennen wir einfach hier hin und schießen das Ding ab. Es ist da nichts zu sehen, okay. Steht nur da wie ein Vollidiot da. Okay.
weil wir warten mal ganz kurz, bis er wieder brennt und dann wieder aufhört. Und dann gehen wir hoch. Oh, sehr gut. Idiot! Sasu! Geh! Yeah. Da nicht runterfliegen. Wo ist denn der Dicke? Der Dicke ist weg. Hä, waren da nicht noch Gegner? Sind irgendwie alle weg? Boah, was ist mit euch passiert? Boah, leck. Also, so wie es aussieht, lebt nur noch ein Flammenwerfer-Typ. Aber hier standen doch gerade noch Gegner rum. Ah, da. In der 2. Ja. Okay. So. Ups. Ich will ihn da mal weglocken. Komm schon, lauf dahin. Und dann läufst du mir dahin. Na komm schon, das muss klappen, das muss klappen! Oh nein. Alter, so ein Vollidiot, ey. Hohoho! Ja, geht auch so. Na, Frau, alles klar? Aua! Bäh! Cool, unser Messer ist ziemlich stark. Ja, die drehen sich immer genau dann um, ey. Was habt ihr hier gemacht? Irgendwas angebetet. Was soll das? Gut. Das heißt, nur noch ein Flammenwerfer-Fuzzi läuft hier rum. Dann haben wir alle. Aber der kann mir jetzt echt egal sein, weil der schluckt zu viel Munition. Wir gehen erstmal hier rein. Trinken einen Schluck Kaffee. Oh mein Gott. Und gehen dann zum Hotel. Locken den Typ irgendwie weg und schleichen uns da rein. Er hat den Mund nicht mal aufgemacht zum Trinken. Was für ein Mann. So, Tatjana. Komme. Bevor ich irgendwas herstelle, gehe ich erstmal zu ihr. Ich kann zwar nichts freischalten, aber... Habe ich so viel rotes Gel verpasst? Wieder da, Detektiv? Ja. So, dann kann ich nämlich mir die Spritze holen. Sehr gut. 3 Stück gleich geholt. Wunderbar. Dann machen wir das hier auf.
Oh, Schießpulver, cool. Und welches machen wir dann auf? Machen wir das auf. Gel. 10.000! Nicht schlecht. Was kann ich denn machen? Kann ich überhaupt irgendwas noch machen? Das kann ich machen. Okay. Alles klar. Ich gehe erstmal durch und schaue, was ich machen kann. Aha. Und das. 12.000, 10.000. Kann ich bei List irgendwas machen? Nein, nicht ohne rotes Gel. Ich brauche rotes Gel, verdammt. Und das hier kann ich machen. Nein, das kann ich nicht machen. Scheiße, 75.000. Das ist halt mega krass. Komm, wir machen. Das ist doch cool. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, auszuweichen. Das habe ich schon hier. Funktioniert nicht bei allen Angriffen. Ja, wow. Okay, machen wir das. Jetzt habe ich noch 6.000. Was kann ich mit 6.000 noch anfangen? Kostet mich 8.000. Natürlich. Da geht nichts. Da geht nichts mehr. Da geht auch nichts mehr. Alles klar. Hast du was zu sagen? Auf etwas vorzubereiten, vor dem sie Angst haben. Ja. Ich habe nur Angst zu versagen. Wenn ich es nicht schaffe. Dann haben sie sich für eine gute Sache geopfert. Wenn ich mich opfere, kann es keiner mehr zu Ende bringen. Wer sich opfert, hat verloren. Manchmal. Manchmal ist es aber auch der letzte notwendige Schritt. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Hoffentlich. So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen was herstellen. Pistole habe ich jetzt ein bisschen, dafür brauche ich also vielleicht erstmal nichts machen. Aber Schrotmunition wäre ganz praktisch. Und PG-Munition wäre ganz praktisch. Machen wir uns davon mal ein paar. Wie viel kostet es mich? 7! Kostet dich 7 Stück. Das ist heftig. Mach mal 8. Gut. Davon ein paar. Sehr gut, okay. Schrotmunition. 5. Gut. Was kann ich denn noch machen? Was soll ich denn noch machen? Davon? Ja, okay. Alles klar, was kann ich da? Das kann ich noch machen einmal. Gut. Waffen verbessern. 905 Teile. Wunderbar. Erhöhen wir mal den Feuerschaden hier. Gleich 800, gell? Und bei dir? Das kann ich mir noch leisten. Geht noch. Oh, Mama, was sollen wir machen? Ja, komm. Egal. Egal, egal, egal. Ist immer so schwer, die Entscheidung. Was verbessert man jetzt? Was macht man jetzt eher? Kostet ja so viel und du hast irgendwie doch so wenig Ressourcen. Das ist hart. Wie gesagt, theoretisch könnte man nochmal zurück zu dem Stadtviertel gehen. Aber da habe ich jetzt echt, ehrlich gesagt, keine Lust drauf. Wir gehen jetzt zum Hotel. Ich meine, wir haben alle Dias, die waren wichtig für mich. Das war nicht gut. Uff. So, hier läuft irgendwo der Wahnsinnige rum. Da hinten ist noch Stuff zum Einsammeln. Wenn der Wahnsinnige nicht so viel schlucken würde. Da schluckt ja dermaßen viel Munition. Sehr gut.
Alter, was ist mit dem los? Was macht er jetzt? Ich warte mal, bis er wieder dort hinten ist, dann renne ich zum Hotel. Ja, obwohl ich kann auch so rennen. Okay, hier ist das Hotel, wunderbar. Schauen wir, ob ich hier noch was finde. Hier ist nichts mehr. Verrückt, der ist irgendwo anders. Bäm. So. Das Hotel ist sauber, Hoffmann. Sind Sie mit den Anpassungen fertig? Bereiter geht's nicht. Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten. Tja, hier ist es. Was ist das? Ein tragbarer Feldstabilisator. O'Neill muss daran gearbeitet haben, bevor er von Theodor verändert wurde. Er erzeugt einen kleinen, stabilen Bereich, der das Feuer fernhalten müsste. Wie klein? Der Umfang entspricht ungefähr einem Unterschlupf. Groß genug also. Gut. Wie funktioniert er? Das ist der schwierige Teil. Er ist ein Prototyp und zickt daher ein bisschen rum. Ich muss ihn bedienen. Das Letzte, was Sie gebrauchen können, ist ein Ausfall, während Sie in einer Flammenwand stehen. Das kann ich nicht zulassen. Das ist zu gefährlich. Und hier zu bleiben, wenn Sie nicht reinkommen, ist es auch. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Wir kommen dann nur durch, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist der einzige Weg, um Lily zu retten. Und wenn Sie eine Psychoanalyse brauchen? Wer hilft Ihnen dann? Sie wissen genau, wie Sie mich überzeugen können, Hoffmann. Natürlich. Ich bin die Teampsychologin. Das sind Sie. Sie sollten sich vorbereiten. Geben Sie Bescheid, wenn es losgehen kann. Alles klar. Was ist jetzt hier los? Oh Gott, guck mal. Oh. Ein bisschen Stuff. Und jetzt sollen wir wieder zu ihr gehen? Zu Tatjana? Ich weiß. Hoffmanns Tagebuch. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist schwer zu entziffern, aber mit Mühe gelingt es dir, den letzten Eintrag zu lesen. Lebenstransformation war schrecklich und faszinierend zugleich. Sie ging weit über neurolinguistische Programmierung hinaus. Theodors Worte haben Liam nicht nur beeinflusst, sondern auch körperlich transformiert. Kein Wunder, dass Theodor die Kontrolle über den Stam haben möchte. Er hat sein bereits großes Talent zur Beeinflussung noch weiter verstärkt. Die Dinge, die er hier tun könnte. Sebastians Persönlichkeit ist nicht nur so schwach wie Liams. Es ist nicht so schwach wie Liams, aber er leidet nach wie vor unter einem nicht gelösten Trauma. Theodor wird ohne Zweifel seine neuen Fähigkeiten nutzen, um Sebastian zu brechen. Ich hoffe nur, dass er stark genug ist, ihm zu widerstehen. Hey, das hoffe ich auch. Kriege ich hier noch Stuff irgendwie? Yes! Mach mal, komm. Was ist der Flammtyp? Ey, was passiert, wenn er hier reinkommt? Was ist das denn? Ein Kopf. Haha, sehr lustig. Nichts mehr, oder was? Nein, nicht den. Woll, noch Gel. Wunderbar. Ich gehe noch mal hoch. Wahrscheinlich, wenn ich mit ihr rede, dann geht's los, oder? Ja, also ich gehe nochmal hoch ins Hotel. Schau mich oben nochmal um. Ist das für eine schöne Tasse? Mysteriöser Becher. Was ist das? Von was für ein Spiel war das? War das vielleicht, Prey? Ich weiß es aber nicht. Sade, abgeschlossen. Cool, aber jetzt haben wir noch einen Becher gefunden. Sehr nice.
Gut, ich würde sagen, wir gehen mal kurz nochmal zu Tatjana. Wir haben jetzt ein bisschen Stuff bekommen nochmal. Ja, nicht so viel, aber naja. 14. Da. Was kann ich machen? Was soll ich machen? Das ist die Frage. Explosionsbolzen vielleicht? Drei Stück mal machen. Der Rest da rein. Oder lieber ein Pistolenmunition irgendwie. Sehr gut. Okay. Waffe verbessern bringt, glaube ich, gar nichts, oder? Okay, wir können mal gucken. 175 Teile, was wir da machen können. Ja, das hier. Warte. Wie viel kostet mich da was? 400. Alles klar. Machen wir das. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, habe ich nicht genug. Dann das. 200 Teile. Ah, das hätte ich noch machen können. Okay. Da brauche ich gar nicht erst hinzugehen. Ja, mit 6974 ist das unnötig. Gut, dann speichern wir hier nochmal. Sehr gut. So. Dann würde ich sagen, sprechen wir mit der guten Hoffmann. Sind Sie bereit, Sebastian? Ja. Alles klar, Hoffmann. Tun wir es. Okay. Nach Ihnen. Ich muss ihn von hier an tragen und bedienen. Er müsste uns vor dem Feuer schützen, hält aber die Dinger da drin nicht davon ab, uns töten zu wollen. Keine Sorge, um die kümmere ich mich. Wird schon schief gehen. Es funktioniert. Bleiben Sie nur innerhalb der Kuppel. Los! Ich kann durch die ganzen Flammen nicht sehen. Halten Sie nach diesen Dingern Ausschau. Ohne Witz. Ich kenne den Weg. Verteidiger Hoffmann. Oh mein Gott. Einer kommt durch. Ich hab ihn. Weg ist er. Oh mein Gott. Oh, habe ich gerade bei ihr Munition abgezogen? Noch einer. Passen Sie auf, Hoffmann. Dafür sind Sie zuständig. Na toll. Die sind überall. Was? Hey, was geht? Wunderbar. Öffne das. Bitte? Alter. Sehr gut. Einem Schuss. Wird viel länger, ah, keine. Er will uns fernhalten. Gut. Das heißt, er hat Angst. Ja, das ist gut. So, komm schon. Nochmal so eine Kiste. Munition. Nicht stehen bleiben. Wir sind fast da. Warten Sie. Mit dem Stabilisator stimmt was nicht. Können Sie ihn reparieren? Ich arbeite dran. Geben Sie mir Deckung. Wo ist noch einer? Da. Gute Schüsse. Oh mein Gott. Er läuft wieder. Los, weiter. Ja, sehr gut. Das war knapp. Ich sagte doch, er zickt rum.
Ja, aber mach keinen Scheiß, nicht hier drin. Sehr gut, ab durch die Flammenwand, Mann. Was ist das für ein Flammenmeer hier? Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Und all den anderen, die wegen mir im Stamm sind. Oh nein, das ist nein. Oh, genau, verdammt, ich hab's verpasst. Sorry, Leute. Seid ihr da aufsteht? Oh, ich brenne. Oh. Okay, Leute. Aua. Alter, sehr gut. Ich sterbe gleich hier zum Schluss, ey. Aua. Den einen habe ich weggepustet. Den anderen habe ich auch weggepustet. Was? Er lebt noch? Hau ab, du Idiot. Was? Verdammt, oh! Meine Haut brennt. Aber ich schaff's schon hier durch. Noch einer? Ja, sag mal! Er hat mich erwischt! Ja, mich auch! Hey, Hoffmann! Alter, das sieht so aus, als ob er sterben müsste. Ja. Geht langsam. Hey, warte auf mich! Geh nicht weiter. Mama mia, okay, das war jetzt ein bisschen knapp, ey. Die Flinte ist nicht stark genug. Pistole ist stärker. Hoffmann, mach keinen Scheiß. Öffne das Ding, nimm die Munition mit. Hoffmann, was ist los? Er fällt wieder aus, warten Sie! Beeilung, hier wird's ziemlich heiß. Sehr gut. Was? Noch einer? Wunderbar. Da hinten. Ja, Mann. Hast du noch Munition bei dir? Fast geschafft!